Bis 1969 war Wengern eine eigenständige Gemeinde, dann wurde sie mit der Stadt Wetter zusammengelegt. Der heutige Stadtteil hat eine lange Bergbauvergangenheit. Früher war Wengern Standort von mehreren Zechen, darunter die Zeche Lilie und die Zeche Markana. Heute leben im Stadtteil Wengern etwa 6.500 Leute, in ganz Wetter wohnen etwa 28.000. Zu sehen sind im Stadtteil Wengern einige historische Gebäude, darunter der Schluckshof, der Leinkasten oder die Dorfkirche. Und ein kleines unscheinbares Fachwerkhäuschen, in dem sich ein ganz besonderes Museum befindet. Wenn ich mal richtig Hunger habe, dann gucke ich in das Kochbuch von Tim Melzer oder Johann Lafer. Ja, aber was die machen, das ist nichts gegen das, was Henriette Davidis gemacht hat. Die gilt als berühmteste Kochbuchautorin Deutschlands und ist 1801 hier in Wengern geboren. Das Haus hier hinter mir widmet sich dieser Kochbuchautorin, denn da gibt es viele Dinge aus dieser Zeit zu entdecken. Henriette Davidis hat die Kochkultur hierzulande entscheidend geprägt und gilt als Schöpferin der deutschen Küche. Ihr praktisches Kochbuch gehörte seinerzeit zur Grundausstattung eines vernünftigen Haushalts. Die Bücher wurden in den Familien teils über Generationen hinweg weitervererbt. Davidis war selbst als Hauswirtschaftslehrerin und Erzieherin tätig und sie schrieb bei weitem nicht nur Kochbücher, sondern auch Lehrbücher und Nachschlagewerke für Mädchen und Frauen. Das Museum in Wengern zeigt den doch eher ungewöhnlichen Lebensweg von Henriette Davidis, denn dass Frauen seinerzeit Karriere machen konnten, das war nicht gerade üblich. Ausgestellt werden im Museum neben etwa 700 Büchern unter anderem alte Haushaltsgeräte und Spielzeuge. Nachgebildet wurden eine Kinderküche und eine Dienstbotenkammer. Geöffnet ist das Museum allerdings nur sonntags zwischen 15 und 17 Uhr und auch nur im Sommer. Für Gruppen ist es aber ganzjährig geöffnet, wenn man sich vorher anmeldet.